Vicky und ich freue mich, dass du wieder zurück bist auf meinem Kanal. Denk dran, abonniere auf jeden Fall, Daumen hoch, falls dir das Video gefällt. Und jetzt machen wir gleich einen Cardio-Workout mit dem Step. Das heißt, wir werden heute nicht im Tempo der Musik arbeiten, sondern auf Timer 30 Sekunden Belastung haben, 15 Sekunden Pause. Wir starten mit zwei Cardio-Blöcken. Zwischendurch machen wir zwei Workout-Blöcke, dann wieder zwei Cardio und dann beenden wir mit zwei Workout-Blöcken. Und dann hast du eine richtig schöne, anstrengende Stunde hinter dir. Davor machen wir uns noch schön warm, einfach mit ein paar Grundschritten. Das Ganze passiert im Tempo der Musik. Also auch da haben wir jetzt ein bisschen Abwechslung in dieser Stunde. Ich hoffe, du hast viel Spaß dabei. Pass auf jeden Fall auf dich auf. Du kannst den Stepper höher stellen. Dann ist es für die Cardio-Übung anstrengender, für die Workout-Übungen teilweise vielleicht ein bisschen einfacher. Also wähl dein Level und dann würde ich sagen, wir starten jetzt. Los geht's! Wir starten wie immer. Einatmen und ausatmen. Inhale and exhale. Again. Inhale and exhale. Einatmen und ausatmen. Letztes Mal zum Reinkommen. Gib mir mal Tap Front. Rechts und links. Right and left. So, wir gewinnen uns jetzt erstmal an die Höhe des Steppers, machen uns ein bisschen warm. Nimm mal die Arme mit, add your arms, do a little swing, to right and to the left. Wir schwingen ein wenig von rechts nach links und da dürft ihr jetzt schon aufpassen, dass ihr natürlich genug Platz habt. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, Achtung, mal nur die Ferse. Heel Dip. Die Ferse tippt auf den Step. The heel dip on the step. 3, 2, 1, again. Tap. Nochmal, einfach rechts und links tippen. Die Arme darfst du immer mitschwingen. Aber wenn es zu schwer wird, lass die Arme einfach weg, okay? If it's too difficult, just focus on your legs. So, rechts und links. Noch 4, noch 3, noch 2, diagonal. Let's go. Rechts und links. Wir tippen jetzt rechts und links auf den Step in das Eck. In the corner, with the tap. Right and left. Also, add your arms. Du kannst wieder deine Arme mitnehmen. Rechts und links. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Achtung. Tap up. Wir kommen hoch auf den Step. Das ist unser Grundschritt. Our basic step. Tap up. Auf und ab. Full fit on the step. Der ganze Fuß ist auf dem Step und du tippst hinten. Hopp, tipp ran. Achte auch drauf, dass die Ferse hinten tief geht, wenn du vom Stepper wegkommst. Dass du nicht immer nur auf der Zehenspitze bist, sondern der ganze Fuß auf dem Boden. Also put your full fit on the ground. The heels are not in the air, the heels are also on the ground. So, perfekt. Wir nehmen mal die Arme mit. Vor und rück. Tap up. Die Hüfte vorschieben. Tap, tap. Muss ich auch mal konzentrieren, dass ich hinten mal den ganzen Fuß abstelle. Bleib nah am Stepper und nimm deine Arme vor und rück. Die Hüfte gestreckt. Wir nehmen mal die Arme auf und ab. Das heißt hoch und tief, aber erst in 4, 3, 2, 8. Und die Arme nicht mehr vor und rück, sondern hoch und tief.
arms in the air. Auf und ab. Noch 8. 7. Nimm den Ellenbogen mal ganz weit zurück. Noch 4. 3. 2. 1. Achtung, nur tap up. Tap up. A little variation. Kleine Veränderung. Und zwar tippst du nicht mehr auf den Step, sondern du tippst neben dem Step. Tap on the ground. Tap, pop. Hop, tap. Perfekt. Auch hier nehmen wir die Arme mit. And your arms. Wir wollen ja warm werden. To warm up. The full body, the upper body, the lower body. Zum Aufwärmen unseres gesamten Körpers. Noch 8, 7, 6 ohne Änderung. Hier kannst du auch ein bisschen mehr zur Seite. 4, 3, 2. Nochmal tap up. Tap up. Just a normal tap up. Our break step. Unser Pausenschritt immer tap up. Von hier kommen wir mal in den Knee Lift. Komm hoch. Knee Lift und Knee Lift. Knie richtig schön hoch. Zack, zack. Auch hier nehmen wir mal einen Arm mit. Und da mache ich das sehr, sehr gerne diagonal. Add your arm, right leg, left arm, rechter Fuß, linker Arm, linker Fuß, rechter Arm. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, Knee Lift, bleib im Knee Lift. Knee Lift hoch. Aus dem Knee Lift machen wir jetzt mal einen Kick. Und zwar richtig schön Kick zur Seite. We change the Knee Lift to the Kick Step. Kick, Kick. Rechts und links. Noch 4. Es gibt auch den Low Kick und den High Kick. Wir machen mal den Low Kick. Also tief, we do the low kick, 4, 3, 2, und dann high kick, let's go. Hoch, auf, noch 4, noch 3, noch 2, und gut, nur Knee Lift. Knee lift again. Just a normal knee lift. From the knee lift, we go to leg curl. Hop, hop. Achtung, Ferse ran. Heel on your glutes. So bend your knee, beug dein Knie und hol die Ferse Richtung Popo. Pass auf, dass der Bauch fest bleibt. Tight stomach. Hop, hop. Gern kannst du hier auch die Arme wieder mitnehmen. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Leg curl bleibt. Die Arme locker. Tipp mal diagonal. Was für den Kopf. An exercise for the brain. Brain work. So, hier. Diagonal, hopp, hopp, tipp, noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, Achtung, Knee Lift, nur der normale Knee Lift, komm wieder hoch,
Die letzten. 4, 3, 2, repeater. 3 knee, 3 knee. Repeater. Hup, zack. Nochmal, repeat. 3, 2, 1. Perfekt. Bleib im Repeater. That's an important basic step for the choreos, also for the cardio. 3, 2, 1. Komm ganz hoch mit dem Knie. Ganz hoch in die Luft. Up to the ceiling with your knee. You want to increase the intention. Da, duck, duck. Perfekt. So. Auch hier machen wir eine kleine Variation, einfach nur, damit ihr so ein bisschen was kennenlernt auch. Vielleicht kennt ihr ja alle schon. Aber als Warm-up ist es super. Hopp, hopp. Bleib im Repeater. 3, 2, 1. Little variation. Tap. Knee up. Tap down. Knee. Hopp. Down. Nochmal. 2, 1. Tap. Der Tap kommt an den Fuß hinten. The tap goes on the ground. Again. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Increase the tap a little bit behind you. Up. Behind. 4 times more. Go with your upper body a little bit lower. Du kannst deinen Oberkörper mitnehmen, ein bisschen tief gehen. Einer noch. Und dann kommst du in Tap Up zurück. Tap Up. Wir machen noch einen Grundschritt durch, den Basic. Und dafür brauchen wir aber einfach nur den Schritt hoch und tief wie vom Treppensteigen. Step up the stairs. Let's go. Oben, unten, oben, unten, hopp, hopp. Auf und ab. Wenn du es anstrengender willst, Stepper hoch, gell? Noch 4, noch 3. Achtung, take attention, tap. Left leg, linker Fuß. Wir haben die Seite gewechselt mit einem Tap dazwischen. Hopp, hopp. Perfekt. Zack, zack. Hopp, hopp. Auch hier wieder in 4, in 3, in 2. Tap, change to the other side. Hopp, hopp. Zack, zack. 4, 3, 2, change. Tap. 4, 3, 2, tap. Basic. So, aus dem Basic machen wir mal einen Wee-Step. Wee-Step. Tap. Wee-Step, other side. Tap, tap. 4, 3, 2. Nochmal Wechsel. Zack, zack. Wir gehen ein bisschen tiefer. Und Seitenwechsel. Vier, drei, zwei, marschier am Platz. Perfekt! Ich hoffe, du bist warm. Wir machen jetzt gleich weiter mit dem nächsten Cardio-Block, der dann auf Timer funktioniert. Du kannst gerne den Stepper mal so zur Seite stellen, dann sieht man dich etwas besser, beziehungsweise ist es einfach besser, dass du rechts und links eben Platz hast. Wir starten jetzt mit der ersten Übung und zwar ist es ein Basic. Basic. Einfach nur auf und ab, okay? Wenn du mehr möchtest, kannst du hüpfen. Du kannst aber auch immer bei dem niedrigen Level bleiben. Wir starten mit der ersten Übung Jogging und die zweite Übung ist dann ein Lunge-Tipp rechts und links. So, you can also do it now for the English, for my English followers.
Exercise number one is the basic step. You can do it easy or with more intense, a little jogging. Wir machen uns bereit. Let's go. Basic, up and down, up and down. Now my stepper is in the easy variation, not high. So you can do it on a higher step. Du kannst es auch anstrengender machen, indem du den Stepper natürlich höher machst. Versuch hoch zu springen, langsam runter. Hoch springen, langsam tief. Hop, hop. Up, up, down, down. Up, up, down, down. Zack, zack. Exercise number two. Stay on the stepper. Nummer zwei ist, bleib hier oben. Und jetzt tipp immer rechts und links zur Seite. Das ist die easy variation. Und wenn du mehr möchtest, spring ein bisschen von rechts nach links. Wir wollen langsam starten. We start slowly. So make sure you have enough space. Schau, dass du genug Platz hast, rechts und links. Und nimm deinen Oberkörper schon mal leicht mit auf die rechte und auf die linke Seite. Wie gesagt, du kannst den Stepper auch höher machen, dann ist es anstrengender. Wir machen es mal nach dem zweiten Block etwas höher. Andere Seite, der andere Fuß geht zuerst. Basic on the other side. Left foot at first. And then come up, up, down, down. Let's go. We have 15 seconds break between our exercises. Wir haben 15 Sekunden zwischen unseren Übungen, also kein Stress. Auch hier jog hoch, komm tief. Jog hoch, komm tief. Versuch immer wirklich vorsichtig zu sein. Be careful with the stepper. Man kann immer abrutschen, deswegen full foot on the step. Full foot on the step. Tack, tack. Gut, wir kommen nochmal rechts und links tief. 15 Sekunden Pause und dann rechts, links. Natürlich kannst du auch ohne Pause machen. You can also do it without a break. Switch from one to the other exercise. From exercise one to two. Du kannst direkt von der ersten zur zweiten Übung kommen, wenn du möchtest. Musst aber natürlich nicht. Mach immer ein paar Sekunden Pause. So, nimm mal den Arm immer rechts und links mit. Richtig schön lang. Und von rechts nach links. 3, 2, 1 und good. Jogging. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. At first the right leg, then the left leg, then the right. 2 times right, 2 times left. Macht zuerst zweimal den rechten Fuß hoch, dann tipp, dann zweimal den linken Fuß. Tipp, hoch, 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 hopp, tipp, hoch, hoch, zack, zack, hopp, tipp. Zack, tipp. Auch hier, ganzer Fuß, full foot, foot on the step. Zack, zack, hop, hop, down. Hop, hop, tap. Perfekt. Last one, right and left. And then we will come to part number two. Wir werden gleich noch einmal rechts, links und dann kommen wir zum Block 2. Auf die Plätze, fertig. Nimm die Arme mit. Rechts, links. You can also add your arms up to the ceiling. Du kannst natürlich auch die Arme mal hochnehmen und komm rechts und links. Richtig schön tief. 10 Sekunden noch. Perfekt. Gut, wir nehmen den Stepper jetzt wieder gerade. Und zwar so, dass ihr mich gut von vorne seht. Make sure you can see me face to face. We do now a repeater. Wir werden jetzt einen Repeater machen. Hier dreimal hier hoch,
dann kommen wir zu der anderen Seite, auch hier dreimal hoch. In der ersten Runde einfach nur Repeater. Wir werden das dann ein bisschen verändern. Die zweite Übung, ihr geht tief, kommt zur Seite, tief. Hier do a little squat, shuffle, squat, shuffle. And make sure your step stays straight. Schau, dass dein Stepper schön stabil steht. Wir machen Nummer 1, Repeater rechts und links, einfach 3 Knee-Lift. In 10 Sekunden, Schultern kurz locker. Die Pause können wir vorspulen. We don't need such a big break. So, let's go. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Das muss jetzt nicht auf Musik sein oder so, sondern einfach für dich. 3, 2, 1. And without music, you can listen to music a little bit, but it's not important. 3, 2, 1 und wechsel. Perfekt. Shuffle, hopp, 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 tief. Hopp, 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 tief. Kommt jetzt auch darauf an, wie breit dein Stepper ist, also schau, dass du wirklich genug Platz hast. Let's go. Komm tief. Hopp, hopp, hopp. Oben Hüfte strecken. Deep squat. Shuffle, shuffle, shuffle. Deep squat. Duck, duck, duck. Come down. Come down. Hopp. Perfect. Perfect. In your own speed. Mach das in deiner Geschwindigkeit. So, Repeater. Kleine Variation. Wir gehen hoch, tief. Hoch, tief, hoch. Okay? Knee up, step down, knee up. Knee up, go in a lunge position, knee up. I will come to you, knee up, down, up. Hop, da, da, bump. More intense, you can jump a little bit. You can also jump with knee lift. Aber das machen wir auch im nächsten Block. Hop. Perfekt. Gut, nochmal Shuffle rechts, links. Ich hoffe, euch wird warm. I hope you get warm. 5 Sekunden noch. 3, 2, 1 und go. Tief, Shuffle. Tief. Sekunden. In your own speed. You can also do it with more speed. Tick, tick, tick. Fünf, vier. Letzte Runde. Last round. With the full intense. Bleib face to face zu dir. Ist nicht schwer, einfach nur auspowern. Und up, down, up. Up, down, up. With a little jump in it if you want more. Up. Up. Zack. Last shuffle, and then we have the first two cardio parts. And go. Hop, hop, deep, deep squat, shuffle. Deep.
4 seconds left. Come on. Perfect. I hope you get warm now. Wir starten jetzt mit dem ersten Kräftigungsblock. Ich mache den Stepper hoch. If you want, you can do the stepper on an upper level, so it's more intensive. Wenn du möchtest, kannst du es eben höher machen, dann ist es ein bisschen anstrengender, wobei es für die Liegestütze leichter wird. Wir haben jetzt zwei Übungen. We will do two exercises. Exercise number one, it's a sumo squat. Wir machen zuerst den sumo squat. Dabei stellst du dich etwas breiter auseinander, also nicht so eng, sondern etwas breiter. Die Zehenspitzen zeigen nach außen und dann schiebst du dein Gesäß hoch und tief. Do a big step. Your knees go to the toes and now you go up and down. The second exercise is a push-up. You can do it on your knees. Du kannst es auf den Knien machen oder eben lang. Wir starten mit dem Sumo Squat. Komm mal tief und hoch. Puff fest. Richtig schön tief und wieder hoch. Deep Squat. And in the end here, the hip goes forward. Versuche immer die Hüfte ganz zu strecken, Po backen fest und wieder tief. Stay 30 seconds. Wir bleiben 30 Sekunden hier und dann machen wir die zweite Übung. The second exercise and right now. So go in your position, your push-up position. You can also do it on your knees. Du kannst auf den Knien oder auch in der langen Position. Jetzt mit der Brust Richtung Stepper. Go with the chest to the step. Your shoulder relaxed. Versuch die Schultern wirklich weit weg von den Ohren zu nehmen. Und dann richtig schön mit die Hüfte tief. Achtung, dass der Popo nicht hier hinten ist. Not like this. Put your hips forward. Sei eine Linie im ganzen Körper. Und komm hier tief auf den Knien und wieder hoch. Auf und ab. Now we do exercise number one, sumo squat on the other side. Wir machen jetzt auf der anderen Seite den sumo squat. Richtig schön die Zehenspitzen auseinander, wieder die Knie Richtung Zehenspitzen. Ihr habt immer 15 Sekunden Rest. 15 seconds rest. Komm hier auf und ab. Versuch dein Gewicht richtig schön in die Mitte zu bringen und pass auf, dass die Knie nicht nach innen fallen. Hier wieder auf und ab. Richtig schön hier oben, hier die Hüfte strecken. Hier geht's schlecht. 15 Sekunden. Und dann machen wir nochmal den Liegestütz. Und hier richtig schön auf und ab. Ab geht's in die Liegestütze Nummer 2. Push-up round 2. Push your shoulders down. Versuch deine Schultern richtig schön tief zu drücken, sodass die Schulterblätter hier hinten tief kommen. Und jetzt Brust Richtung Stepper und wieder zurück. Po backen fest. Und hier auf und ab. Versuch richtig schön tief zu kommen und bei der Liegestütze ist es sogar gar nicht so schlecht. Da habt ihr den Stepper, wenn der höher ist, ein bisschen einfacher. Ihr könnt natürlich im langen Hebel auf und ab. Come down, push up. Perfect. Now we switch from one to the other side. Komm jetzt tief, dein Po bleibt tief und wir gehen von rechts nach links. Schau aber wirklich, dass dein Popo tief bleibt. 30 Sekunden, los geht's. Und dann haben wir schon die letzte Runde Liegestütze. Hier kannst du auch deine Arme mitnehmen. And your arms come from the one to the other side. 15 seconds. 10 more. Bleib richtig schön tief jetzt. Komm nicht hoch und tief. Stay here in deep position. Nice and deep. And now relax. So, last time push-ups. Letztes Mal in die Push-ups, die Schultern weit weg.
Knie aufgestellt und let's go. Die Brust kommt Richtung Stepper. Glutes tight. Your hip good with you. Stay on one line. Bleib eine Linie im ganzen Körper. Und dann geben wir uns noch einen Rest im langen Hebel. 7 Sekunden. Schau auch, dass die Ellenbogen nicht zu weit nach oben kommen. Und gut. Pause. Zweite Runde. In der zweiten Runde nimmst du den Stepper mal zu dir hier nach oben. Jetzt ist es ganz wichtig, dass du einen langen, geraden Rücken hast. Knie leicht angewinkelt. Bend your knee. Shoulders down. And now push the elbow up to the ceiling. Versuch den Ellenbogen nach oben Richtung Decke zu schieben und ruder hier mal mit langem geraden Oberkörper. Los geht's. Das ist Übung Nummer 1. Übung Nummer 2 erkläre ich gleich. Und da sieht man richtig schön mein Zeba hier. Sieht natürlich jetzt nicht ganz so schick aus. Stell fest, Chest up, richtig schöner gerader Rücken, Ellenbogen hochziehen und wieder tief. Du kannst dabei bleiben, auch in Runde 2 und 3. Ich mache es aber da ein bisschen schwerer. You can stay in round 2 and 3 with the same exercise, but I try to do it more difficult. The second exercise, die zweite Übung, ist hier ein Zug nach oben. Wir machen das nur einmal. Nur einen Durchgang. We just do it one time because we do another exercise for the sides. Wir machen gleich eine Übung für die seitliche Bauchmuskulatur. For the transversus. So, 5 Sekunden. Und gut. So, exercise number 1, row, the row with the step. You can also do it with one arm. It's more difficult. Versuch deinen Rücken wirklich richtig, richtig schön gerade zu halten und den Ellenbogen hochzuziehen. Die Knie sind leicht angewinkelt, schöner gerade Rücken. Du kannst die Freihand auch in den Rücken nehmen, Ellenbogen hoch, Brust raus, merke, welche Seite du hast. Ansonsten bleib bei der einfachen Variante. If it's too difficult with one arm, you can also do with two. Elbow to the ceiling, shoulders down. So, the stepper comes in one arm, just shoulders relax, and now come to the side, a little side hinge. Also versuch hier richtig schön zur Seite zu kippen, die Hüfte zur Seite zu schieben, Brust raus. 30 Sekunden hier. Dann rudern wir auf der anderen Seite und machen den Side Lift zur anderen Seite. Brust raus. 15 Seconds. Deine Hüfte ist komplett gestreckt, du bist auf einer Linie. Make sure you're one line from the side. Okay. So, the other side, rowing. Hip is here bended and now the elbow go up. Schau wieder, dass die Brust rauskommt. Die Hüfte angewinkelt und hier richtig schön nach oben rudern. Zeig's aber mal von der nicht so schönen Seite. I will show you from this side. Put your elbow to the ceiling. Just make sure the shoulders don't come up. Push your shoulders down. Und 8 Sekunden. Ich weiß, es ist anstrengend. If it's too difficult, you can also do it with 2, 3, 2. One and relax. So on the other side, shoulders down. Stay on a very strong position. Versuch wirklich schön gerade zu sein, eine starke Position zu haben.
eine gerade Position und hier richtig schön nach unten tief. Wir haben gleich mit dem zweiten Block unsere Kräftigung geschafft. 18 Sekunden. Richtig schön tief und wieder hoch. Schön tief nach unten und wieder hoch. Two, one, and relax. Perfect. Die erste Übung ist ein Knee Lift. Hopp, rechts und links im Wechsel. Und dann jumpen wir immer leicht auf. Und die zweite Übung ist ein March auf dem Step. First exercise will be the Knee Lift. Up, up. Aufpassen, der Stepper ist jetzt höher. Fühlt sich ein bisschen anders an. Auf die Plätze, fertig und los geht's. Knie ab, switch, up. So, come on your toes, komm auf die Zehenspitze. Wenn dein Sprunggelenk ein bisschen instabil ist, dann tu das nicht. If your ankle is not stable enough, don't do that. But try to go on your two toes, heel up. Up. Perfect. And number two, march on the left leg. So march, come up. March, come up. But break. A little break. Mach kurz eine Pause. Los geht's. March. Drück dich richtig vom Stepper weg. Du kannst auch hier um den Stepper herumlaufen. Versuch aber dich richtig wegzudrücken. Hat auch ein bisschen Kraft. Ich bleib mal hier. So seht ihr mich. Und ich gefühlt euch. I will stay here, but you can also do a little circle if you want. And make sure your bended knee is stretched in the end. Knee lift again. Auch hier nochmal rechts, links hoch. Einmal rechts, einmal links, okay? Hier kannst du mit mehr Intensität rangehen, wenn du möchtest. Jump, jump, wechsel, jump, wechsel, hopp, jump, knee up. Wenn du nicht hüpfen möchtest, einfach auf die Zehenspitze und richtig schön schnell hochkommen. Knie hochreißen. Hopp. Hopp. 5, 4. March on the other side. Relax. Wir kommen gleich auf die andere Seite. In 3, 2, 1. Vergesst nicht, du kannst es auch ohne Pause machen, gell? Und auf. Und Und da habe ich noch zum Finish eine kleine Übung, die wird ein bisschen anspruchsvoller. Haben wir dann auch nur einmal. Knie ab. Und wenn du mehr Platz hast, so kannst du auch so. Niggas quick to arch on they false prey. Always with the shit with the caution. Hold the 10 toes down for the dogs. You can see the paw print. Searching for the answers in the bottom of the last trip to the handle. The beginning of the candle. Keep doing shit. Stars up. Give me fears when I'm looking in the mirror. I'm seeing somebody else, yeah. Me caught a song as I'm a shoulder. The rest of the thing and they rose gold and buy a glove from me. Okay. Bei der nächsten Übung müsst ihr vorsichtig sein. Wir tippen immer rechts und links. Machen 2, 3 low und dann 3, 4
high. Okay? Low intense. And now high intense. Come up, up, up. Low intense. Wenn es too much, wenn es zu viel ist, bleib im Low. Ansonsten komm wieder ab. 14 Sekunden. Du weißt, was du zu tun hast, die letzten 7. The last 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Part. So relax your legs, relax your arms. Now, you want to do the last part, the last cardio part. So, first exercise, right? No. You go down, down, up, up, down, down, up. Up, down, up. On the right side. Up, right. Second. Okay, first exercise. And the second exercise, you stay here and tap E. You tap. Okay? I will stay with you on the exercise number one. Stay on the step. Relax your shoulders. And are you ready? Bist du bereit? Rechts und links tap. Rechts öffnen. Open up, hoch, hoch. Open up, hoch, hoch. So, when you want to do more intense, you can switch down, down, up, up, down, down, up, up. You can also stay here. Du kannst es wirklich für dich intensivieren. Wie es für dich passt. Rechts runter, rechts rauf. Rechts runter, rechts rauf. Perfekt. Jetzt stehst du auf dem Stepper und tippst rechts und links tief. You stay on the step and tap to the right and to the left down on the ground. You can also just tap right and left, or you can switch with a little jump. Pop. But be careful with your knees. Right and left, right and left. Click. We will add the arms in round 3 and 2. But now the left leg. Down, down, up, up. Left leg down, left leg up. Jetzt machen wir das Ganze auf der linken Seite. Links tief, links hoch. Okay? Auf die Plätze. Los geht's. Links tief, links hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Wenn du schneller willst, mach schneller hoch. Oder du bleibst beim langsameren. Perfekt. So, nochmal Tap rechts und links die letzten 2 Minuten. Hier nehmen wir mal die Arme mit. Rechts und links jump. Add your arms. Jump a little bit. More intense. From the right to the left. If you want more, you can do a little jump, swap, tick, ten seconds left, come on, perfect. So now we will do 15 seconds on the right side and 15 seconds on the left side. I show you, I'm face to face with you. Ich bleib hier. Rechter Fuß. Down, down, up, up. Down, down, up, up. 15 Sekunden. Rechter Fuß. 15 Sekunden linker. Jetzt geben wir nochmal Gas. 5, 4, 3, 2. Andere Seite.
linker Fuß down, linker Fuß down. Swap to the other side. Left, 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 left. And come on. 5, 4, 3. Perfect. Last 30 seconds for the cardio part. Whew. Come on, step up. Shoulders down from the right to the left. Und zwar machen wir Lunges. Der rechte Fuß geht auf den Step. Hier der linke geht nach hinten. Du machst hier einen großen Step tief und kommst wieder hoch. 30 Sekunden auf der einen Seite. Dann Exercise Number 2. Wir machen 30 Seconds on one side. Push your knee down and come up. Knee down and up. Wenn du es mal mit einer anderen Belastung machen möchtest, kannst du auch den hinteren Fuß auf den Stick stellen. You can also do it like this. It's another tension for your legs. Deine Muskeln müssen ein bisschen anders arbeiten. Versuch richtig schön das Knie hinten abzutauchen und wieder hochzukommen. Hinten abtauchen, wieder hoch. Number 2. Deinen Stepper schnappen. Gerne hier etwas tiefer. Und dann schieben wir den Popo nach hinten weg, gerade Rücken und kommen nach oben, Hüfte strecken. Hip Hinge hier, Glutes tight. Versuch deine Po-Muskulatur anzuspannen, lange gerade Rücken tief, Po fest, lange gerade Rücken, Po fest. Shoulders relaxed, deine Schultern sind ganz entspannt, Po fest. 10 Sekunden noch. Bend your knee a little bit. Versuch immer deine Knie so ganz leicht anzuwinkeln. Abstellen. Other side. Lunge. So, chest up. Ole. Keep down. And let's go. Ole. Komm tief und wieder hoch. Und schön tief nach unten abtauchen und wieder hoch. Du merkst schon, du kannst natürlich den Block auch nochmal machen. Du findest unten Timestamps, da kannst du nochmal zurückspulen. Und dann kannst du, wenn du möchtest und du mehr möchtest, hier nochmal einen zweiten Durchgang machen. Aber nur, wenn du magst. Hier tief und hoch. Tief. So. Exercise number 2. The deadlift. Shoulders down. Backwards, 3, 2, 1, and go. Ole, come up and push your shoulders down, chest up. Versuch immer, wenn du hochkommst, Pobacken fest und nochmal die Brust raus und die Schultern hinten zusammenziehen. Wie gesagt, langer gerader Rücken. 4, 3, 2, und gut. Last round. Now we switch from one to the other side. Jetzt werden wir oben das Bein wechseln. Komm immer hoch. Tief in den Lunge, hoch, wechsel. Tief in den Lunge, hoch, wechsel. Sodass wir immer alle die rechte und einmal die linke Seite haben. Versuch richtig schön tief. Try to do it in your full range of motion.
versuche wirklich richtig in der vollen Bewegungsamplitude zu arbeiten. Das ist jetzt der Vorteil mit dem Step. Hab Hüfte strecken, tief. Gut. Perfekt. Last round. With the stepper, the deadlift. Letzte Runde mit dem Stepper, den Deadlift. Und dann haben wir noch eine letzte Runde auf dem Boden. Rüber nach hinten und wieder hoch. Wenn du möchtest, kannst du dir eine Matte hinlegen. Mach es ohne Matte. Wir machen zuerst eine Schulterbrücke und dann eine Bauchübung. Eine Stabilisationsbauchübung. Exercise Nummer 1. Shoulder bridge. And number 2. Relax. It's something for our abs. So, schaut mal zu. Exercise number 1. The bridge. The heels go into the step. Versucht die Fersen in den Stepper zu drücken. Hüfte hoch und wieder tief. Hüfte hoch und tief. Wir machen die erste Runde so. Komm schon gleich auf den Boden. Mach dich ready. Schultern auf dem Boden. Ferse in den Stepper. Und los geht's. Hüfte hoch, pro fest und wieder tief. Hüfte hoch und tief. Wenn du mehr möchtest, wechselst du immer ab zwischen rechts und links. Pass aber auf, dass du den Stepper nicht wegschiebst, sondern versuch, den Stepper in den Boden reinzudrücken. Try to push the step into the ground. Hüfte hoch und tief. Wenn es zu viel ist, beide Füße auf dem Boden, hier Hüfte auf und ab. Gut. Komm jetzt. Exercise number 2. With the hands under your shoulder. The toes on the ground. Die Zehenspitzen aufgestellt. Jetzt heb mal die Knie an und halt einfach mal die Spannung. Wenn du möchtest, halte hier die Spannung. Ansonsten komm mal hier tief nach unten und dann wieder hochgelaufen. Tief nach unten. Und wieder hochgelaufen. Und schau, dass du hier richtig schön stabil bleibst im Rumpf. Hopp, tief und hochtapp. Hopp und hochtapp. Fix your body, your core muscles. And come down, shoulder bridge. So, meine Runde. Schulterbrücke. Wenn du möchtest und du mehr willst, nimm ein Bein lang nach oben und jetzt schiebt nur einmal die Hüfte hoch und tief und zwar nur die rechte Seite. Wenn es zu viel wird, beide Füße drauf, Hüfte hoch, tief. Okay? Ansonsten versuch hier richtig schön die Hüfte hoch und tief absenken. Merk dir welches Bein. Remember your leg. You have to swap to the other side in the next round. But between, we do exercise number 2. Jetzt nochmal Übung Nummer 2, Schultern weit weg. Zehenspitze aufgestellt. Gerne, wenn du mehr möchtest, auch in die Push-Up-Position. If you want more, you come to the Push-Up position and come up and down. Down, down, up, up. Versuch richtig schön stabil im Rumpf zu bleiben, gell? Fix your core muscles. So, make sure your hips don't move, don't shake from one to the other side. Last round, letzte Runde. Ferse in den Stepper, Hüfte hoch tief. Heels on the step. Now make sure your one leg stretched. Hüfte hoch und wieder tief. Auf und ab. Darfst Lächeln nicht vergessen. Vor lauter Quatschen. Richtig schön die Ferse in den Stepper rein. Hüfte hoch. Und dann machen wir noch eine Finisher
30 Sekunden. Wir wollen noch mal ein bisschen mehr machen. Und gut. So, last exercise. Good. Keep the hands under your shoulders, shoulder down. Dann hier die Zehenspitzen aufgestellt und hier rechts, links mal ran. Mountain climb. If you want more, you can push up the limit, push up the feet. So, knees to the chest. Versuch hier mehr zu machen, wenn du möchtest. Also schneller zu arbeiten. Du kannst auch ganz schnell, aber schau, dass die Hand immer unter der Schulter bleibt. Wenn es dir zu viel wird, mach das Ganze langsam oder bleib hier Knie hoch und tief. 3, 2, 1. Perfekt. You're finished. Perfekt. So, for a little cool down with this step, you can push the button. Or the link is in the description down below. Du findest noch ein kleines Cooldown hier oben in der Infobox, aber auch unten in der Beschreibung. Also mach auf jeden Fall noch einen Cooldown nach unserem Krafttraining. Und vielen Dank, gib mir gerne einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Wir haben jetzt 20 Minuten durchgemacht, das hat sich nicht so lange angefühlt, oder? Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Training und bis zum nächsten Mal. Bye bye, see you next workout. Thank you for joining. Bye bye.